Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zeige ich euch, was ich bei Dena gekauft habe. Ich war nämlich heute in der Stadt, um den ersten Schub von Klettermöglichkeiten für meine Mäuse zu kaufen. Wie ich auch schon in anderen Videos gesagt habe, hatte ich das von Anfang an vor, wenn die Vergesellschaftung einigermaßen funktioniert hat, beziehungsweise sie sich halt an uns gewöhnt haben und ich bin der Meinung, dass es jetzt einigermaßen passt für den Anfang und deswegen kommen jetzt Sachen dazu. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Als allererstes zeige ich euch zwei Sachen, die ich gekauft habe für den Hund. Und zwar einmal diesen Ball. Das ist einfach nur so ein normaler Ball. Und als zweites Rinti Extra Chico. Das ist Hähnchen. Einfach Hühnchenstreifen. 90 Gramm. Genau. Und ansonsten jetzt die Sachen für die Kleintiere. Alles zusammen hat 41,09 Euro gekostet. Ich versuche dann die Preise vorzulesen, wenn ich sie finde. Als allererstes habe ich diesen Trixie Lamellenball gekauft. Es ist so ein kleiner Ball und der hat eine Glocke drin. Ich hoffe halt, dass sie damit ein bisschen spielen. Der hat 3,69 Euro gekostet. Dann habe ich das Trixie Kuschelbett gekauft. Da gibt es eine solche Seite für den Sommer sozusagen und diese hier ist für den Winter, hieß es. Ich fand es einfach total cute und auch nicht teuer und deswegen habe ich es einfach mitgenommen. Das kostet 3,69 Euro. Als nächstes habe ich Trixie-Käfigzubehör, so eine kleine Leiter gekauft. Da sind zwar Vögel drauf, aber das funktioniert ja auch für Mäuse. Und damit sie endlich mal ein bisschen klettern, tausche ich jetzt erstmal eine von den normalen Brücken gegen sowas aus. Die hat 2,69 Euro gekostet. Dann habe ich eine Wurzel gekauft, die fand ich echt cool. Die sieht so aus. Die stecke ich dann so in die Erde, damit sie da drauf rumklettern. Die ist von Orbit Fingerwurzel XL, also klein. Das ist das Kleinste, was es gibt. War jetzt nicht ganz billig, also diese ganzen Holzsachen sind ja sowieso ganz schön teuer. Das ist die Fingerwurzel XS für 4,79 Euro. War jetzt okay, aber war jetzt nicht so begeistert, aber... Ich fand sie einfach cool. Dann auch von Orbit die Mangroven klein. Wenn man die auf den Boden stellt, dann können die, das ist hier so eine kleine Höhle und ich hoffe, dass die sich dann da vielleicht ein bisschen einnisten. Das hier ist auch klein und kostet 7,49 Euro. Und als letzten Einrichtungsgegenstand hier auch von Orbit eine Schieferplatte Medium. Die sieht so aus. Die habe ich gekauft, um die Krallen ein bisschen abzunutzen. Und die kostet 7,49 Euro. Von Einrichtungsgegenständen war es das jetzt. Ich kann sie euch nochmal hier zeigen. So. Ich habe jetzt noch zu essen gekauft, Knabberscheibe Karotte, sieht so aus. Dann die JR-Form Herzen und nochmal diese Erdbeerkörbchen, die mögen meine wirklich ganz gern, sehen so aus. Ja, das war's jetzt mit der Bestellung. Wie gesagt, insgesamt im Wert von 41 Euro. Ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr mich noch nicht kennt, dann lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann macht's einfach mal gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.